Willkommen zurück hier unten in Rapture bei Bioshock. Wir haben in der letzten Folge einen Big Daddy erlegt. Deswegen sind unsere Reserven an Dings hier auch so low. Moment, 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 Moment. Ich hatte doch da hinten irgendwo mal einen Raum gehabt. Da muss ich nochmal eben kurz zurücklaufen. Tut mir leid. Hier sind wir hergekommen. Irgendwo hatte ich noch einen Raum gehabt. Hier irgendwo, wo noch ein Verbandskasten ist. Den hole ich mir mal eben schnell. Ich glaube, hier sind auch keine Splicer mehr, von daher können wir uns hier auch relativ safe bewegen. So. Genau, hier, da, siehst du. Haben wir wenigstens schon mal drei Verbandskästen wieder. Das ist ja schon mal immerhin etwas. Können wir hier uns noch Verbandskästen kaufen? Bitte sagt, dass wir uns die kaufen können. Ja. Oh. So. Ah, so lässt es sich doch wieder leben. Schnell speichern. Gut, dass ich zurückgelaufen bin. Haben wir natürlich wieder ein bisschen Geld verballert, aber mein Gott. Mir ist es lieber, wenn wir hier ein bisschen ärmlicher rumrennen, dafür aber mit vernünftig noch ausgerüsteten Verbandskästen. Was haben wir hier noch? Schrot. Na, jetzt finde ich hier auch noch Schrot. Na, supi. Hm? Leiche, hier ist noch Kerosin. Nehme ich auch gerne nochmal mit. Die habe ich, glaube ich, hier echt übersehen im Düngerhaufen. Riecht man auch so schlecht. Man weiß hier echt nicht, was hier ist. Was ist Dünger und was sind verwesen Leichen. Hier kriegen wir nochmal wieder Geld. Seht ihr? Gut, dass ich nochmal zurückgelaufen bin. So findet man noch so ein paar Kleinigkeiten, die ich sonst übersehen hätte. Und dann hier wieder rein. Oh Mann, das Leben. Da ist unser Big Daddy, den wir erlegt haben. Irgendwo war doch da hinten auch noch eine Genbank, oder nicht? Sorry Leute, ich muss hier... Achso. Ich muss hier nochmal hin und her laufen. Irgendwo war hier noch eine Genbank. Hoffentlich liegt die nicht zu weit zurück. Weil ich habe mir jetzt hier neue Slots gekauft. Jetzt können wir da neue Sachen mit ausrüsten. War die hier drin? Und das würde ich nämlich schon gerne noch machen. Wenn wir jetzt die neuen Slots haben, sollten wir sie auch benutzen. Lässt du die Tür offen, Meister? Oh, ich hoffe, ich muss jetzt nicht ewig lange zurücklaufen. Das fände ich jetzt richtig blöd. Aha. 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 Hier ist noch eine Leiche. Alkohol. Ach, hier oben. Hier kommen wir zu dem Typen. Nice. Ja, seht ihr. Können wir den noch knipsen? Bringt das was? Sag einmal Cheese. Ja, es bringt was. Zwar nicht viel, aber immerhin etwas. Siehst du, wie viel haben wir hier? Naja, 6 und 7. Das ist auch nicht. Wer hat denn hier so große Füße, ey? Naja, ich bleib erstmal hier bei unserem schönen, bei unserer schönen MG. Alter, na, lässt du mich hier vorbei? Ich will diese scheiß Genbank finden. Ich will nochmal die Gensachen ausrüsten. Hier war doch irgendwo eine Genbank. Kommt schon, Leute. Das kann doch nicht sein. So, dass die so weit zurückliegt. Hier sind schon wieder Splicer. Wo kommen die jetzt schon wieder her? Na gut, komm, dann lassen wir es erstmal sein. Ich will jetzt hier nicht Ewigkeiten zurückrennen. Das tut einfach nicht Not, nur für so ein paar Upgrades. Wir werden schon irgendwann wieder eine Genbank finden. Hilft dir alles nichts. Muss ich mich da jetzt so durchschlagen. Aber wir haben auf jeden Fall eine größere Gesundheit gekriegt. Das mag ich immer ganz gerne, wenn man ein bisschen mehr Gesundheit hat. So. Jetzt geht es dann hier auch weiter. Ich dachte, die wäre halt noch ein bisschen in der Ecke hier, um Ecke rum. Was haben wir hier? Altar gedrückt, Sicherheitsslot. Sicherheitsnotschalter, was ist das? Mit Hilfe von Sicherheitsnotschaltern, bla bla, wenn du merkst. Kurzfristig ausschalten. Kann ich das nicht hacken? Hallo, ich will's hacken. Das ist die Vita Chamber, die hier so Krach macht. Was haben wir hier? Waterfall, Gott, Ah ja. Da ist noch ein Tonband, das holen wir uns auch gleich. Was haben wir hier? Nein, ich will das nicht. Was ist denn das hier unten?
Granatwerfer hebe ich auf. Dann nehme ich hier das nochmal alles mit. Was ist das dann da unten drin? Okay. Dann hacke ich das Ding auch nochmal eben. So. Hier nach oben. Das passt ganz gut. Ah, wunderbar. Da hat das Ding ja schon fast selbst den Weg sich gesucht. Ach, schön. So soll das sein. Zack. Aufstehen. Was haben wir hier drin? Explosivschrot. Fertigen wir uns an. Auto-Hacker machen wir uns auch. So, dann hat sich das doch ein bisschen gelohnt hier. Mülleimer durchsuchen. Und was haben wir hier noch? Ein Buch. Der Markt. Okay, anhören. Es gab Bestrebungen, den Einsatz von Plasmiden zu beschränken. Wegen der Nebenwirkungen. Blindheit, geistige Verwirrtheit, Tod. Doch was ist unsere Ideologie wert, wenn sie nicht auch angewandt wird? Der Markt reagiert nicht wie ein kleines Kind, das beim ersten Anzeichen von Unwohlsein gleich zu schreien anfängt. Der Markt ist geduldig und wir müssen es auch sein. Ah ja, ja, Blindheit, geistige Verwirrung, Tod. Nimmt man natürlich in Kauf, um hier so ein paar Blitze durch eben mit den Händen schleudern zu können. Ich will hier noch was kaufen. Gerade Electro-Bro 2 hätte ich gerne noch gehabt. Bzzzt, bzzzt, bzzzt. Eve-Upgrade. Mhm. Nicht genügend Geld. Finde ich auch schade, dass man nicht lesen kann, was die bringen. Damit man eventuell schon ein bisschen gezielter darauf hinsparen kann. Guten Tag, junge Dame. Komm da runter? Ja. Wäre schade, wenn wir das jetzt nicht mehr gekriegt hätten hier. Was haben wir hier noch? Ah ja, hier geht's hier lang. Mhm. Ich höre wieder einen Verkaufsautomaten. Was haben wir hier unten noch? Wow. Ist das schon wieder so ein Typ? Scheiß Idiot hier. Komm her, du. Muss ich den auch noch wieder fotografieren? So, nochmal knipsen. Ja, Strafe, weil er tot ist. Mein Gott. Tony Splicer. Zum Glück hauen die nicht so sehr rein, wie ich es vermutet hatte. Aber es erschreckt einen schon, ne? Auf einmal mal... Und er steht hinter dir. Da müssen wir lang. Nee, da will ich nicht lang. Ich will da nicht lang. Ich will mich erstmal hier umgucken. So. Irgendwo hier ist wieder eine Kamera. Ah, eine Genbank. Haha, eine Genbank. Eine Genbank, eine Genbank. Ole, ole, ole. Was haben wir denn jetzt hier? Da haben wir den Dieb drin. Was bringt der Dieb vielleicht einfach so einen sechsten Sing? Aha. Ein Röntgenblick. Holen Sie mir auf jeden Fall. Aha. Lässt ihren Körper Eve produzieren, wenn sie Verbandsgäste verwenden. Das ist eigentlich ganz nice. Ich glaube, das nehme ich mal. So, und was haben wir hier? Ne, da habe ich noch keinen neuen Slot, aber hier. Muss das sein? Jeder hat eine sehr... Mensch, Leute, lässt ihren Oberkörper anschwellen, wodurch sie knüppelartige Waffen... Beispiel... okay, das ist das. Ach, deswegen haben wir die auch so schnell umgehauen. Ja, ich glaube, das lasse ich erstmal so. Dann haben wir das doch ausgerüstet gehabt. Finde ich ja supi. So, hä? Hier war irgendwas. Hier. Kartoffelchips. Nam, 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 nam. Ah, okay. Und hier ist wieder... Hier ist wieder dann das Ding. Was, wo geht's hier hinten lang? Ach, hier geht's da nach unten. Ah, ja. Gut zu wissen. Wo sind wir hier? Kann man hier irgendwas einlagern? Ich probiere mal was. Hilft aber auch nicht. Was ist denn dahinter? Irgendwelche... komischen Hieroglyphen, wer auch immer die hier hinten ver... Wir können uns hier, vielleicht können wir uns hier immer so verstecken, das wäre auch cool. So, eine Eve-Spritze. Ah, hier sind überall diese komischen Hieroglyphen, was auch immer die bringen.
Hier ist wieder unser guter Kumpel hier. Auch nicht Splicer. Das? Tackles Splicer. Kommen wir hier runter? Jupp, kommen wir. Aha, aha. Oh, eine Kiste. Hier, na gut, Stickstoffgranate. Ich weiß immer noch nicht genau, wozu die jetzt so gut sein sollen. Können wir die hier irgendwie draufballern? Wärmesuchenrakete? Nö. Können wir irgendwie nicht wirklich anwenden. Hm. Noch einmal kurz den Happy Trigger Finger. Speichern kann nie verkehrt sein. Man weiß nie, wann es einen erwischt. Andrew Ryan sagt, die Menschen treffen Entscheidungen. Aber am Ende sind es unsere Entscheidungen, die uns ausmachen. Mhm. Ja komm, hier hauen wir einen Autohacker rein. So. Was haben wir hier noch? So, ein bisschen Film nehmen auch noch mal mit. So. Im Zirkus der Werte. Du mein. Oh, Mülleimer. Oh, Kartoffelchips und Kerosin. Hm, yummy, yummy. Im Kerosin getränkte Kartoffelchips sind doch immer noch die besten. Hier ist wieder so ein Teil, komisches zum Ausschalten der Sachen. Was haben wir hier? Who is Atlas? Es gab mal eine Zeit, da habe ich mich für Politik interessiert. Aber im Grunde ist das doch nur eine Ausrede, um andere Leute umzubringen. Ich bin damit fertig. Ich will nur noch eins. Endlich die Sonne wiedersehen. Ja, Atlas, da geht's dir wie uns. Wir wollen auch langsam endlich mal die Sonne wiedersehen. Wo kommen wir hier entlang? Du Dreckskerl. Der ist, glaube ich, gegen Antipersonen, ne? Haben wir die jetzt drin? Komm her, wo bist du? Da bist du. Hahaha. Verbandskasten. Dann können wir dich nochmal knipsen. Zack. Ist zwar immer tot der Typ, aber mein Gott, wir machen ja ein bisschen Fortschritte. Zack. Und dann gehen wir hier wieder zurück auf die. Die normalen Patronen. Alkoholzellophyll. Warum könnt ihr euch eigentlich teleportieren? Das mag ich überhaupt nicht, Leute. Den haben wir aber auch eiskalt überrascht hier. Der hat uns aber genauso überrascht. Mhm. Hier ist noch eine Genbank. Also jetzt wimmelt es aber hier von Genbank. Eben habe ich noch eine gesucht und jetzt finde ich sie an jeder Ecke. Verband. Komm her, hier, Junge. Kuckuck. Bams. Auf die Schnauze. Ah, lecker Kartoffelchips. Yum, 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 yum. Was haben wir hier noch? Ah, Munition. Munition ist mir doch mit am liebsten. So, wieder aufs MBG zurück. Was haben wir hier noch? Eine Leiche. Messingrohr. Nehmen wir alles mit. Objekt hacken. Oh, den kriegen wir auch so hin. Hoffe ich doch, dass wir den auch so hinkriegen. So. So, komm. Zack, nach oben. Dann so und so. Haha. Hacken ist alles. Können wir uns hier noch was zusammenbasteln? Panzerbrechende Munition. Machen wir so. Und Explosivschrot können wir auch noch mitnehmen. Wer weiß, wofür wir es brauchen können. Hier ist alles nass hier, ey, Alter. Die Dichtung sollte mal wieder repariert werden in diesem Saftladen, in diesem Saustall. Eine Kassette, Messingrohr, mhm. Haben wir jetzt durch dieses Messingrohr, können wir da wieder mehr machen? Nö, ich dachte, wir kriegen da wieder was Neues zusammen. Schade. Oh, na, 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 na. Ja, ja, Zirkus der Werte, du mich auch. Wir haben ja kaum noch Geld. Ein Mülleimer haben wir hier noch. Stickstoffgranate. Hier haben wir wieder einen Belüftungsschacht. Und ein Safe. Und Bandagen. Und ganz viel Dünger. Das muss ja hier stinken hier unten. Das ist ja übel. Lime. Oha, da hacke ich mal lieber so.
Untersuchen. Oh, ionischer Schrot und $53 haben wir wieder gekriegt. Das hat sich doch gelohnt. So. Oh, Mary, du siehst aus, als könntest du eine Aufmunterung vertragen. Ich fühle mich gar nicht gut. Mir ist schwindelig und übel. Mhm. Und manchmal sehe ich sogar Dinge, die gar nicht da sind. Ach, dir ist nur etwas trübsinnig zumute, Mary. Das ist der Plasmidblues. Du musst dich mit dem Splicen ein bisschen zurückhalten. Und wenn du dich versiehst, bist du wieder gesund und munter. Denk daran, ein Klug. Das hacken wir auch. Wir kennen ja diese Gesundheitsstation. Ich will nicht, dass sich Splicer heilen können. Das mag ich nicht, wenn die sich heilen können. Das ist ganz dolle Pui-Pui. So. Komm, einer nach oben geht noch. Wo haben wir denn hier noch einen nach oben? Da. Meins. Und dann das Röhrchen. Na, hä? So. Jetzt passt es. Dann so. Und dann den hier noch. Und schwuppdiwupp verletzen sich hier Gegner allein bei Benutzung Schaden. So soll es sein. Was ist das? Splicer ist ein glücklicher Splicer. Und du mich auch. Hallo. Ach so, das ist da hinten so ein Ventilationsapparat, Rillo. Wo seid ihr denn hier? Schnuggis? Und wieder ein Big Daddy. Och, Mann. Haben wir denn genug? Eine, zwei. Ja, toll, das bringt's auch voll. Haben wir denn hier noch Hilfe? Hilfe? Nein. Von da geht's nach da, von da nach da, nach da, nach da. Geh zur Metrostation. Hier haben wir Munition, Snacks, Hinweise, die Welt. Waffe, das brauchen wir nicht. Zurück. Ich will wissen, ich muss mal eben kurz nachlesen. Munitionen. Panzerbrechner sind besonders effizient gegen metallische oder gepanzerte Ziele wie Geschütze, Sicherheitsbots oder Big Daddies. Mhm. Panzerbrechend ist also gut gegen Big Daddies. Mhm. Also Panzerbrechen. Wie viel haben wir denn von der Panzerbrechenden? Wow, 20 Schuss. Geil. Und hier 12. Wow, geil. Wuhu, das kann ja lustig werden. Wo ist denn die Kamera? Ach, die ist da hinten. Hier ist die. Kriegen wir die gehackt? Ich will die hacken. Nein, kriege ich nicht gehackt. Was soll denn der Blödsinn? Ich würde einfach mal sagen, wir machen das in der nächsten Folge. Dann kämpfe ich mich hier fleißig durch die Gegend. Eventuell nehmen wir es dann auch wieder mit dem Big Daddy auf. Ich weiß es noch nicht so genau. Das sehen wir dann. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen rauf geben oder abonnieren. Dann sehe ich auch, dass es euch gefallen hat. Und ich wünsche euch bis dahin noch einen schönen guten Morgen, guten Abend und gute Nacht. Je nachdem, wann ihr dieses Video gucken mögt. Das ist ja ganz euch überlassen. Und macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Bugs. Tschüss.